Was würdest du deinem Partner nicht sagen, sondern für dich behalten? So. Die Kamera überhaupt gut hier. Ich check manchmal nicht, wieso die immer so. Hä, Alter? Jo, herzlich willkommen hier zu einem nächsten kleinen Video. Ey, ich hab langsam einen Lauf. Ich hab langsam einen Lauf. Ohne Witz, aber es liegt wahrscheinlich auch nur daran, dass ich Urlaub hab. Ich hab hier mir vor 2 oder 3 Jahren mal Telonym gemacht. Ich kannte diese Scheißdreck schon seit, ich glaube, 2015 oder so, hab's aber noch nie benutzt. Vor 2, 3 Jahren habe ich das mal einen Tag gemacht, dann war es mir irgendwie zu dumm. Ich weiß, da sind irgendwie anscheinend, wie man hier sieht. Oh, ich mach mal das bisschen. Kann ich das irgendwie hier? Weil wenn ich den ganzen Bildschirm so komplett auf Vollbild weiß habe, ich kann das ja nicht auf Schwarz umstellen, weil ich dafür die App brauche. Mein Gott, wie kann ich das jetzt hier? Geht das irgendwie? Wir haben hier einige Tells reinbekommen. Die tue ich jetzt einfach mal hier im Video beantworten. Das sind nicht viele. Ich glaube ungefähr 20 Stück oder so. Also man denkt, das wären von echten Personen immer anonym an jemanden geschrieben, aber das sind eigentlich nur ganz KI-generierte Tells. Das merkt man auch an der Schreibweise. Das merkt man auch wirklich irgendwie so vom Gefühl her, vom Bauchgefühl her. Hast du irgendwelche Geschwister? Ja, ich habe eine. Sch Hey, was soll das? Bruh. Hallo, ich möchte es nicht. Ich habe eine Schwester. Wie schnell findest du neue Freunde? Uff, überhaupt nicht schnell. Kriegst du es hin, Nein zu sagen, wenn du keinen Bock hast? Ja. Verreist du dieses Jahr wohin? Ich war schon in der Türkei 2 Wochen. Nee, eine Woche. Bist du okay damit, jemand Jüngeren zu daten? Ja, schon, aber. Also, ich hatte bis jetzt. Also, ich hatte eine Freundin, da war ich 15, sie war 13. Dann gab es mal auch eine ältere, die war 21 und ich war 18 oder 19, glaube ich. Und einmal war ich auch gleich alt mit derjenigen. So, also in dem Sinne, ob es jemand Jüngeres gab. Ja, an sich schon, aber zumindest mindestens 18, weil ich weiß nicht, irgendwie, so wenn sie unter 18 wäre, das würde vielleicht das erstmal nicht stören irgendwie, aber ich habe da schon irgendwie so eine Hemmschwelle. Das ist jetzt so die erste Frage, die mich so ein bisschen nachdenken lässt. Gibt es jemanden, den du süß findest? Falls du gerade Frauen meinst, nö. Wo lerne ich dich am besten kennen? Da? Hier? Wie lange musst du so schlafen, um klarzukommen? Pff, mindestens 4 Stunden, reicht mir vollkommen. Deine Meinung zu Menschen, die nicht wählen, kann ich verstehen. Weil es ist ja auch immer so, wenn man irgendwie. Also die Grünen haben zum Beispiel, wo man sie gewählt hat, eigentlich ganz gute Ideen gehabt und dies, das. Aber wenn man sie dann halt wählt, machen sie halt nur Scheiße, ne? So hier mit E-Autos und alles. Deswegen, selbst wenn man irgendwas meint, Gutes wählen zu können und dann die auch wirklich dann das gewinnen. Ich habe immer so eine Frage, ob das dann auch wirklich dann alles so umgesetzt wird, wie es davor beworben wurde, sage ich jetzt mal. Wenn du nur noch eine Sache für den Rest deines Lebens essen könntest, was wäre das? Döner. Was denkst du davon, wenn man zum Ex noch Kontakt hat? Ist eigentlich nicht schlimm, solange man halt wirklich da nicht so emotional dran gebunden ist, so jeden Tag schreiben und dies, das alles, kann das eigentlich ganz gesund sein. Tipps, wenn man das Gefühl hat, dass der Freund einen verändern will. Ciao. An was erinnerst du dich am liebsten mit deinen Freunden? Das ist eine gute Frage jetzt. Ja gut, was? Ja gut, das ist natürlich schon eine Frage, da können es viele Sachen sein. Aber wenn ich mich jetzt auf eine Sache entscheiden müsste. Dann war es wirklich im dritten Lehrjahr in der Ausbildung mit Roberto. Grüße gehen raus an dich, so die täglichen Schultage allgemein einfach. Also ich muss schon sagen, die sind mir schon gut in Erinnerung geblieben. Also Berufsschule war wild. Wenn ich jetzt mich an eins so jetzt im ersten Moment herauspicken müsste, so vom Good Vibes und alles dies, das. Was würdest du deinem Partner nicht sagen, sondern für dich behalten? Keine Ahnung, dass ich. Wenn man dich anschreibt, antwortest du jedem?
Wenn es nicht zu viele sind, ja. Was kann man machen, wenn man vor einer Freundschaft gestresst ist? Abstand, oder? Was hat dir in deiner Kindheit gefehlt? Nix. Wie stehst du dazu, wenn Eltern ihre Kinder zu den Hobbys drängen, die sie selber mögen? Ja, drängen. Also drängen wäre natürlich für mich schon so ein No-Go. Also an sich wurde ich jetzt zum Beispiel nicht gedrängt, aber man hat halt schon praktisch so seine Kommentare abgegeben zu den Hobbys, wie zum Beispiel Wrestling oder sowas. Finde ich jetzt auch nicht so geil, aber naja, was willst du machen? Wer gibt dir das Gefühl, geliebt zu werden, auch wenn du dich nicht liebenswert fühlst? Und wie genau? Das Gefühl gibt mir keiner, aber ich bin liebenswert. Welche falschen Vorurteile haben Leute über dich? Keine Ahnung. Wahrscheinlich denken viele, ich bin hinter. Auf wen kannst du immer zählen? Kevin. Wie würden dich deine Freunde beschreiben? Als ein Mann, der Ahnung hat? Vielleicht. Wie alt? 23. Deine besten Freunde? Kevin, Johannes, Roberto. Und Roberto seine Lachflashes, wenn er Leute anhubt und meint, sich selber abfeiern zu müssen. Warte, warte. Aber zugegebenermaßen, ich bin auch nicht besser. Ich habe mich auch nicht bei ihm zu Hause bei einer Mario Kart Runde einmal richtig abgefeiert, wo ich den Nachbarn getriggert habe. Ja, gut. Das war jetzt hier die kleine Telonym-Session. Einmal und nie wieder. Hilft aber irgendwie schon gegen Langeweile, aber ist irgendwie auch was für Autisten. In diesem Sinne, haut rein und ciao.